du weißt, wir Journalisten arbeiten gerne mit Schlagzeilen. Ist es eine Plattitüde oder die Wahrheit? Die stärkste dritte Liga aller Zeiten? Von den Namen her und von der Tradition sicherlich. Also das Sportliche ist immer das eine und die Namen das andere, aber von den Namen her ist es schon ja, mit Top-Namen besetzt und mit Top-Tradition und Vereinsgeschichte besetzt, diese Liga. Ja, war das ein Nicken von dir, oder? Ja, absolut. Und vor allem natürlich auch noch tolle Spielstätten. Also auch die Stadien, wie gesagt, auch gleich Betzenberg. Da gibt es schöne Stadien, auf die wir uns freuen können. Wie groß ist die Vorfreude, jetzt wieder in die großen Stadien zurückzukehren? Also an beide Spieler die Frage. Also letztes Jahr hat natürlich auch aufgrund des Erfolgs wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war mal irgendwo was anderes. Ich meine, ich gehe jetzt in mein 15. Jahr als Fußballprofi, habe nur ein Jahr Regionalliga gehabt, Gott sei Dank. Demzufolge ist es natürlich schön, auch wieder zurückzukehren. Aber nichtsdestotrotz, letztes Jahr hat Spaß gemacht, aber es war dann auch genug. Und jetzt geht es wieder auf die große Fußballbühne. Und wie schon gesagt, junge Spieler, neue Talente haben jetzt die Möglichkeit, sich eben dort zu präsentieren. Simon, die Frage hätte eigentlich Herbert beantworten müssen. Hätte Herbert, erstes Mal Betzenberg? Ja. Für mich ist es ja, wie gesagt, jetzt also das erste Mal, dass ich überhaupt im großen Stadion spiele. Also die Vorfreude ist riesig. Und was gibt es da Geileres, als gleich auf dem Betze zu fahren?